Überlegung und Handeln. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, eine Ausgabe des Rückenschmerzen-AD-Podcast. Der Mensch hat die wunderbare Fähigkeit, nachzudenken, zu überlegen. Man kann sagen, Überlegung ist eine der Grundcharakteristika des Menschen. Der Mensch malt sich alle möglichen Zukunftsszenarien aus. Der Mensch kann Überlegungen anstellen, was in der Zukunft alles passieren könnte. Der Mensch macht Überlegungen, was andere vielleicht denken, was andere vielleicht nicht denken sollten. Er überlegt, was andere tun werden, was andere empfinden. Der Mensch stellt Überlegungen an, was er machen könnte, wenn das und das passiert. Er stellt Überlegungen an, was passieren könnte, wenn er das in die Handlung macht. So hat der Mensch die wunderbare Fähigkeit zu überlegen. Jetzt sind unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Es gibt manche Menschen, die stellen mehr Überlegungen an, bevor sie handeln und sind weniger spontan, und andere sind spontaner. Ich selbst bin relativ häufig eher der überlegende Mensch. Ich überlege, was kann ich tun und was sind die Auswirkungen. Aber auch nicht immer. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Hörsendungen gebe, ja, dann überlege ich jetzt nicht lange. Ich weiß vorher nicht, was ich sage. Ich gebe jeden Tag etwa 1 bis 2 Stunden diese Vorträge auf Videos, eine nach dem anderen. Und da weiß ich vorher noch nicht mal, über was ich sprechen werde. Aber ich mache schon Überlegungen, wann will ich sprechen, und natürlich das Grundkonzept steht auch. Ja, Überlegungen. Und es gibt andere, zum Beispiel meine Frau Satya Devi, die ist eine sehr spontane. Plötzlich hat sie eine Idee, will sie sofort umsetzen. Und ja, ich bin so jemand, der erstmal überlegt, welchen Sinn hat das, welche Auswirkungen hat das und welche Auswirkungen hat das auf andere, was hat das für eine Wirkung für die Zukunft und welche Menschen sind da noch involviert und so weiter. Also ich stelle viele Überlegungen an. Beides hat seinen Sinn. Es ist gut, dass Menschen da sind, die spontaner sind, und es ist gut, dass es Menschen gibt, die mit mehr Überlegungen an Sachen rangehen. Manchmal stellst du zu viele Überlegungen an und vor lauter Sorgen kriegst du vielleicht sogar Rückenschmerzen. Die psychische Komponente ist bei Rückenschmerzen besonders groß. Vielleicht überlegst du zu lange, vielleicht überlegst du zu viel. Vielleicht musst du mehr einfach ausprobieren und tun. Und vielleicht würde es dir sehr gut tun, wenn du einfach ausprobierst und tust. Es kann aber auch sein, dass du zu spontan bist. Weil du zu spontan bist, machst du immer wieder Fehler und du verletzt immer wieder andere Menschen. Bewusst oder unbewusst kann das auf dich zurückgehen. Da wäre es gut, mehr Überlegungen anzustellen. Jetzt überlege also, hast du die richtige Menge an Überlegungen gefunden? Denkst du zu lange nach? Denkst du zu viel nach? Oder genau richtig? Oder musst du auch noch lernen, dich selbst wertzuschätzen dafür, dass du jemand bist, der vielleicht besonders viel überlegt, oder dass du jemand bist, der besonders wenig überlegt? Es ist auch wichtig, dass man sich selbst wertschätzt für das, was man ist, für das, was man tut, für das, was man kann.